Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Matthes. Hallo und herzlich willkommen zur 57. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der Städte in der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Matthes und ich begrüße Sie wie jede Woche sehr herzlich aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt. Vergangene Woche hatte uns meine Kollegin Larissa Holski ja über die neuesten Trends bei Podcasts berichtet. Schwierige Frage. Der Markt ist total zerklüftet und man kann kaum einen Überblick gewinnen. Mhm. Was ich bei Podcast-Zahlen ganz, ganz spannend finde, ist, wirklich Geld verdienen tut ja gerade noch keiner damit. Spannend ist also die Frage, wie viel lässt sich damit in Zukunft verdienen? Viel. Das meint zumindest einer der neuen Anbieter, der sich nicht nur in Deutschland, sondern vor allem mit regionalen Eigenproduktionen positionieren will und dafür bereit ist zu investieren. Es geht um die dänische Podcast-Plattform Podimo, die Ende vergangenen Jahres auch in Deutschland gestartet ist. Gerade hat das junge Unternehmen noch einmal 15 Millionen Euro Finanzierung bekommen und gleich wird uns der CEO Morten Strunge erklären, was sein Unternehmen denn nun wirklich anders machen will. Well, I think we're adding a lot of value to both the existing podcasters out there, but also to the future podcasters to come. I believe that there's a huge potential in short form spoken audio, and we're only in the beginning of that potential. That's our vision, is to position the creators in the center and really help them add more ways of monetizing and being able to actually earn money on spending time and creating great content. Und im Anschluss daran kommen wir zu einem Thema, das mich schon seit Jahren interessiert. Es geht um die Digitalisierung der Städte. Ich war vor einigen Jahren oft in Asien und habe dort immer wieder gesehen, wie sehr die Vernetzung dabei helfen kann, einige der großen Probleme zu lösen, wie zum Beispiel Luftverschmutzung oder Ressourcenverschwendung. Auf welche Chancen und Wachstumspotenziale ein Konzern wie Siemens in dem Feld hofft, das erklärt uns heute das Siemens-Vorstandsmitglied Cedric Neike, der unter anderem Chef der Sparte Smart Infrastructure ist. Urbanisierung ist extrem wichtig. Unsere Großeltern haben 30% aller unserer Großeltern in Städten gewohnt. Bei uns sind es ungefähr 55%. Unsere Kinder werden 70-75% aller unserer Kinder in Städten wohnen. Das heißt, wir müssen mit Ressourcen viel, viel effektiver umgehen. Und um das zu machen, brauchen wir eine Stadt, die auf den Menschen reagiert, ohne zu viel Ressourcen zu verbrauchen. Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Dieser Podcast wird präsentiert von Microsoft Teams. Gemeinsam an Dateien arbeiten, chatten und Meetings abhalten, auch wenn die Mitglieder des Teams an verschiedenen Orten sitzen. Mit Microsoft Teams ist das einfach und sicher möglich. So können Teams ihr volles Potenzial entfalten. Mehr Infos unter microsoft.com/teams. Es gibt viele Verlierer in der Corona-Krise, aber es gibt auch Gewinner. Dazu gehört alles, was die Kommunikation beflügelt, aber natürlich auch Videostreaming-Dienste und, was wir hier bei Disrupt durchaus auch bemerken, das Hören von Podcasts. Und deswegen spreche ich heute mit dem Gründer und CEO der dänischen Podcast-App Podimo, Morten Strunge. Er hat einen, würde ich sagen, ziemlich wahnsinnigen Plan, denn er will gegen die großen Podcast-Plattformen von Apple und Spotify antreten. Der Däne glaubt, dass Eigenproduktion immer wichtiger werden und investiert daher Millionen in Audioinhalte, vor allem in Deutschland. Gerade hat sein Unternehmen noch einmal 15 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Was er damit genau anstellen will, das wird er uns jetzt am Telefon erklären. Hi Morten. Hallo. You started a podcast service called Podimo in Denmark 1 year ago. Now you're trying to grow in Germany as well. Isn't that a kind of crazy idea? You start a service in a field with huge competitors like Apple, Spotify and Audible. Why do you think you can be successful in that field? Well, I think we're adding a lot of value to both the existing podcasters out there, but also to the future podcasters to come. I believe that there's a huge potential in short form spoken audio, and we're only in the beginning of that potential. I think what the big ones are lacking is really building an ecosystem and taking the sides of creators. That's our vision, is to position the creators in the center and really help them add more ways of monetizing and being able to actually earn money on spending time and creating great content. How will that look like? Yeah, so the way we do today is that we have a free version of Podimo, which gives you access to
thousands of existing podcasts out there. And then we have a premium version, which costs around €5, where you then get access to a fast growing number of exclusive productions that are only available on Podimo. And those €5 we then get, we then split them with the creators of the content. So that actually what's the case is that what you listen to as a user, the money you then pay to us, the €5, is split among the podcasts you listen to. So you support your favorite creators directly through your listening on Podimo. And that hopefully over time, as we build scale in terms of get more and more users and more premium users, that will allow creators to hopefully spend more time on creating great content. When you started in Germany, the creators haven't been that happy about Podimo's model. There was a big shitstorm right after the start, because podcasters didn't really like that you took their podcasts and might later put them behind a paywall. Can you understand the harsh reaction? Yeah, definitely. I think we were clumsy, to be honest, when we launched. We launched Germany a couple of months after we launched our first market. So it was early days. And then we've taken that into account and we've opened up the platform now. And I think we have a growing, much better relationship with the German creators and the beginning to see what difference we can make. And I'm really excited about, I think we have more than 2,000 creators now on Podimo Studio on our backend in Germany and more than 100 exclusive creators on the platform. So. We've been talking a lot about creators, not so much about the users. So I would like to know, are they really interested in that kind of model? So can you prove with any numbers that this model works in Denmark, but especially in Germany? Yeah, we don't release numbers on paying or premium users yet. But I think the biggest proof is that we just last week announced our raise of 50 million euros from some venture funds, where that was a big part of what we needed to prove in order to get that investment on board. We needed to show that we could, that there was actually a willingness to pay. But again, the 15 million venture capital is not a proof that this model actually works with users. So can you at least tell us a little bit about the growth story? So how many users did you add on the platform in the last couple of months, maybe? Yeah, so we're Germany is now bigger than Denmark, and we're adding in total across Denmark and Germany, where we're welcoming more than 100,000 listeners per month. And that is increasing month over month. The conversion numbers are actually looking good. So we look at it, what we call as a cohort base. So we look at each monthly intake and how do they month over month start to then convert to our premium subscription. But in Germany, we only launched premium 4 weeks ago. So it's very, very new in Germany. But okay. But indications are positive, but we still have a lot to do in terms of expanding the catalog and so forth. Because Podimo doesn't really play a role in the big rankings of the podcast platforms. So still, it's a very small platform. But at least you have this premium model. So if I'm a customer at Spotify, maybe, or Audible, why should I pay these €5 for Podimo? What do I get, what I don't get on the other platforms? I don't have the actual numbers for Spotify, but I think it's around 15 shows in Germany that are exclusive, where we have plus 100 shows. So we focus very much on formats that are documentary-driven, story-driven, behind the person, driven drama and true crime, where a lot of other players out there tend to focus on comedy, sports, entertainment formats, and so forth. How many premium users? How many premium users do you need in Germany to make the model work? I mean, my belief is that I see this as a mass market thing. I don't believe it's going to be a niche game. I think there'll be advertised-based models like you see today in podcasting. But I also think that premium and subscription will play a very big role in securing enough monetization for creators so they can justify to create great content. So what does that mean in numbers? Is that 50,000 paying subscribers in, let's say, a couple of years? No, it's more in the millions than it's in the for your platform, for our platform, yes. In Germany, this in Germany, that is paying €5 a month. Paying €5 a month.
Okay. We've spoken a lot about creators. Maybe there are some people in the audience right now thinking about maybe starting a podcast in future and maybe considering now making Podimo their platform. So what kind of original content are you looking for, especially for your premium services? I believe a lot in creating content where you can learn more about yourself and the world around you. I think there is a need for short form audio. Whereas if you want to consume formats like that, or if you want to consume, if you look at a category like drama, for example, just look at the time spent on TV, on drama productions. And if you look at the only way you can consume it is either through your eyes on TV, or it's through reading a book, which is a 10-hour thing, right? So my belief is that the drama formats, fiction formats, documentary, self-development formats, that's where we're going to see a tremendous growth still to come, because suddenly I can integrate a more heavy topic in a busy day instead of having to sit down and read a book or I can do it while I'm doing something else through audio. I think that's the beautiful thing, that you can integrate learning in a busy day. Mm-hmm. Maybe a little bit personal question in the end. What kind of podcasts are you listening to personally? So what is your top three? I'm listening to a history podcast we have here in Denmark, which is diving into a new history topic, a historical topic every week. And then I'm listening to a mentor coach, which is quite interesting to that do live sessions, coachings with different people, and interesting to get underneath the skin and actually reflect yourself in terms of the different cases, mm-hmm. cases they dive into. And then I also listen to some of our true crime productions when it's more lean back. But some of the business wars and stuff like that is interesting formats. And also some of the more ending formats. We've done some bigger investigative true crime formats that are really interesting as well. Morten, thank you very much. Thank you very much. Seit Beginn der Corona-Krise haben Städte überall auf der Welt Straßen für Autos gesperrt und für Fahrradfahrer freigegeben. Die Dunstglocken über den Städten sind zur Hochzeit der Krise zum Teil verschwunden und Wildschweine und Rehe sind über die einstmals verstopften Chausseen flaniert. Nachts konnte man wieder die Sterne sehen. Das war schön, aber was wird davon bleiben, wenn die Pandemie im Griff ist? Was heißt all das für die Stadtplanung und vor allem für die Städte der Zukunft? Das möchte ich heute von Cedric Neike wissen. Er ist Vorstand bei Siemens und verantwortet dort die Energiesparte und das Asiengeschäft. Außerdem ist er CEO für den Bereich Infrastructure und Cities. Das heißt zum einen ein Schwerpunkt auf Schienensysteme und zum anderen auf Mobilität, Umweltschutz und Energiethemen für Städte. Also genau der richtige Mann, um dort einmal nachzuhorchen, wie die smarte Stadt der Zukunft aussehen wird. Hallo Herr Neike, willkommen im Podcast. Vielen Dank, Herr Mattes. Sie hatten ja erst viele Jahre bei Siemens gearbeitet, waren dann bei Cisco, wo Sie auch viel mit den Kollegen im Silicon Valley zu tun hatten und sind dann vor 3 Jahren wieder zu Siemens zurückgekehrt. War das nicht ein bisschen so wie eine Zeitreise zurück in die Vergangenheit? Das ist mehr so zurück in die Zukunft, würde ich das nennen. Das ist wirklich etwas gewesen, den Teil von Siemens, den ich verlassen habe, den Telekommunikationsteil, den gibt es ja gar nicht mehr. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht zurückkommen will, um den Industrieteil und Infrastrukturteil mitzugestalten. Und sofern ist es zurück in die Vergangenheit, aber auch um die Zukunft zu gestalten. Was hat Sie denn genau gereizt? Wissen Sie, wenn Sie 16 Jahre für eine amerikanische Firma im Silicon Valley gearbeitet haben und Sie kriegen die Chance, eine Industrieikone mit in die Zukunft zu begleiten, die europäisch ist, da überlegen Sie nicht dreimal. Vor allen Dingen mit dem ganzen Thema IoT, also Internet of Things, verändert sich unsere Industriewelt dramatisch. Und als man mir gesagt hat, also Cedric Neike, wollen Sie das mitgestalten, wollen Sie das mittreiben mit dem Know-how, was Sie haben, konnte ich nur Ja sagen. Aber ich meine, gerade auch diese IoT-Geschichte spielt ja auch im Silicon Valley eine große Rolle. Also Sie hätten ja auch sicherlich da die nächsten Karriereschritte machen können. Warum dann doch zurück nach Deutschland? Warum Siemens?
Aus verschiedenen Gründen. Also viele Sachen, die man einfach sich anschaut, wenn man wirklich, also das Silicon Valley ist halt sehr stark in dem ganzen Softwarebereich, sehr stark halt in dem Consumer-Plattform-Bereich. Aber wenn man sich das anschaut im Business-Bereich, also wirklich im industriellen Bereich, da hat Europa noch eine sehr starke Rolle. Und es ist ja auch ein bisschen, Siemens hat mir sehr geholfen am Anfang. Ich habe dort meine Ausbildung gemacht, auch mein Studium mit Siemens. Und als man mir dann gesagt hat, also eine solche Industriekunde, die sehr stark im Industriebereich ist und im Infrastrukturbereich nach vorne zu bringen in Europa, da ist mein europäisches Herz höher geschlagen. Und ich habe gesagt, da möchte ich mitmachen und da kann ich auch das mit nach vorne treiben. Und ich glaube, dass wir da auch eine wirkliche Differenzierung haben gegenüber jetzt China und USA, die wirklich sehr stark die Welt zurzeit definieren. Warum genau? Weil ich meine, gerade China, weil China ja auch große Plattformen entwickelt, sehr industrienahe Lösungen. Also wahrscheinlich einer der wichtigsten Wettbewerber auch für digitale Industrielösungen ist für Europa, oder? Ja, aber Sie müssen sich ja auch anschauen, dass Siemens ist ja noch ein Industriegigant in Europa, der sich verändert. Sie haben ja gesehen, dass wir die Gesundheitssparte haben wir getrennt. Wir trennen jetzt auch die Energiesparte und wir nehmen jetzt diesen Kern von Siemens, den Infrastruktur und den Industrieteil. Wir sind im Industrie 4.0 wirklich führend und in dem Gebäudetechnikteil, der auch im Infrastrukturteil oder auch der Mobilitätsteil, da sind wir auch einer der wirklich führenden Anbieter, die es dort gibt. Und wenn man sich anschaut, da ist halt eine sehr stark aus der Silicon Valley heraus diese Software-Revolution, die nach vorne getrieben wird. Und in China wird das halt wirklich skaliert. Also wo China sehr stark ist, ist eine Idee zu nehmen und sie wirklich mit ihren 1,3 Milliarden Menschen nach vorne zu treiben, zu gucken, wenn man diese Technologieführerschaft, die wir noch haben im Industrie- und Infrastrukturbereich, wirklich nach vorne bringen wollen, mit den zwei Standbeinen, die man in China hat. Siemens ist ja stark in China, aber auch in den USA. Da können wir einen Impact haben. Und die meiste Sache, die mir auch nicht ganz so klar war, als ich Siemens verlassen hatte, war Siemens im Softwarebereich klein. Wir sind jetzt der 10. größte Softwareproduzent der Welt, Hersteller Nummer 1 im Industrieumfeld. Da kann man wirklich diese Verbindung, die es zwischen dieser digitalen Welt und dieser realen Welt gibt, auch ganz anders mitgestalten. Und das ist spannend. Und da hat Europa noch eine klare Chance und hat Siemens auch eine klare Chance, das wirklich von vorne mitzugestalten. Das klingt so gut auf den ersten Blick, aber einige sprechen ja schon von der nächsten Welle der Digitalisierung. Also die erste Welle war die Digitalisierung des Privatlebens, der Kommunikation. Jetzt in der zweiten Welle soll es um die Digitalisierung der Industrie gehen. Glauben Sie, dass Europa da eine führende Rolle spielen kann, vielleicht sogar so führend, wie die USA im Konsumenteninternet waren? Absolut. Also ich glaube wirklich, dass wenn man sich anschaut, die Stärke, die Europa, auch Deutschland hat im Industrie, vor allen Dingen in der diskreten Industrie, also in der Maschinenbauindustrie hat, da haben wir einen sehr starken Footprint, den wir haben. Und den haben wir mit in die nach China mitgenommen, wir haben den mit nach Asien genommen, wir haben den jetzt auch mitgenommen in die USA. Und definieren das wirklich von Anfang an mit. Also ich war für Asien die ersten 2 Jahre für Siemens in Asien verantwortlich für ganz Siemens. Und ich wurde in Asien immer nach 2 Themen gefragt. Ich wurde immer nach der Energiewende gefragt, was ein sehr wichtiges Thema war. Das heißt, wie kriegt ihr die Energiewende hin? Und das zweite Thema immer Industrie 4.0. Das hat Deutschland mitgeprägt. Und da schaut die Welt auch auf Deutschland und sagt, also was ihr dort in Deutschland und in Europa macht, da wollen wir mit daran teilhaben. Also sozusagen, also die Kunden und unsere wirklich Basis von Asien nach USA schaut da auch auf Europa und auch nach Deutschland. Und kaum waren Sie dann ja wieder zurück bei Siemens, nach Ihrer Zeit bei Cisco, galten Sie dort auch prompt als einer der digitalen Hoffnungsträger im Konzern. Was war denn in den vergangenen 3 Jahren Ihr wichtigstes Projekt? Oh, das gibt verschiedene Projekte, wenn man sich die mal anschaut. Also das wichtigste Projekt ist halt dieser Umbau von Siemens, zu sagen, dass wir jetzt nicht mehr ein Technologie-Konglomerat sind, sondern wirklich uns auf verschiedene Standbeine, 3 Standbeine stellen. Das heißt einmal das Energiestandbein. Wir trennen ja die Siemens Energie zum Ende September und den Healthcare, also wirklich die Gesundheitssparte zu trennen. Das war eine organisatorische Trennung. Das haben wir als Vorstand sehr stark vorangetrieben, um wirklich dann fokussieren zu können auf den Infrastruktur- und Industriebereich. Also das war ein Projekt der Umorganisation und Aufstellung, damit Siemens schneller und agiler ist. Das ist der Punkt 1 gewesen.
Der zweite Punkt, der auch wirklich wichtig war, ist jetzt diese Gründung der Smart Infrastructure. Das ist das Siemens-Stadt-Projekt, weil es einfach dort die Möglichkeit gibt, diese Ideen, die wir in der Smart Infrastructure auch definieren, dann mit wirklich auf einen Campus auch anzuwenden. Danach wollte ich als nächstes fragen. Das ist ja die historische Siemens-Stadt in Berlin, die Sie seit einigen Jahren neu beleben. Und es entsteht tatsächlich ein eigener fast Stadtteil, ein Innovationscampus. Erklären Sie doch mal in ein paar Sätzen, was die genaue Mission der Siemens-Stadt ist. Als ich jetzt zu Siemens zurückgekommen bin, habe ich entschieden, aus Berlin heraus zu arbeiten und bin dann nach Siemensstadt wiedergekommen. Und das Interessante war, ich habe ja dort meine Ausbildung gemacht, als ich 18 war. Da sind 30 Jahre vergangen und die Siemensstadt an sich hatte sich fast gar nicht verändert. Also wir hatten ein paar neue Fabriken aufgebaut, aber eigentlich hatte sich das nicht groß verändert. Und was wir dann gesagt haben, können wir diesen Stadtteil auch wirklich in die Zukunft nehmen? Also Sie müssen sich vorstellen, dass heutzutage auf diesen 70 Hektar oder 100 Fußballfeldern nur Siemens ist. Also wir sitzen dort, da haben wir unsere Fabriken und so weiter. Und wir öffnen diese Siemensstadt und sagen, wir bringen jetzt auch Start-ups rein, wir bringen jetzt auch Leute mit rein, die im Umfeld der Energie oder im Umfeld dieser Smart Infrastructure auch mit uns dort arbeiten wollen, dort auch forschen wollen. Mhm. Das heißt, dass wir wirklich, wir haben ja dieses Werner von Siemens Center für Industrie zum Beispiel aufgemacht, wo wir die TU Berlin, die Fraunhofer Gesellschaft, die Bundesanstalt für Materialforschung und 20 Partner mit reinnehmen. Und das wollen wir auf Siemens-Stadtebene machen. Wir nehmen wirklich nicht nur Siemens, sondern auch wirklich mittlere Unternehmen, Universitäten, auch Startups mit rein, um an diesen Grundthemen zu forschen, zusammen zu forschen und das voranzubringen. Was sind denn dann die Schwerpunktthemen? Wie sieht das dann im Alltag nachher konkret aus? Es sind drei große Schwerpunktthemen, die wir uns anschauen. Einmal ist das Thema der Zukunft der dezentralen Energieversorgung. Also wir haben dort auch Fabriken, die dort auch arbeiten und auch Forschung, die wir dort haben. Das zweite ist, wir wollen einen kompletten Stadtteil smart machen, also intelligent. Also auch CO2-neutral, wenn Sie sich das so vorstellen, der auch wirklich auf die Leute reagiert hat. Wir werden immer im Rahmen von einem smarten Campus aufbauen und wir werden das auch die Zukunft der Mobilität dort erforschen. Gibt es denn irgendwas, was für Sie dieses ganze Projekt, diese Siemensstadt symbolisiert? Das sind die Geräusche. Sie müssen sich vorstellen, dort gibt es Fabriken, dort arbeiten Menschen und wir haben versucht, das einfach mal festzuhalten und haben einen Musiker mit einem Aufnahmegerät durch Siemensstadt geschickt und haben daraus einen Song gemacht. Und das hört sich ungefähr so an. Das ist ein irrsinniges Projekt. 600 Millionen Euro haben Sie schon erwähnt. Wahnsinnige Dimension. Musste es wirklich so groß sein? Was verspricht sich der Konzern dafür? Ich meine, diese Themen zu erforschen, die Sie gerade genannt hatten, das hätte man ja auch in kleinere Dimension machen können. Die Frage ist immer, wir reden viel über Smart Cities. Das Problem, was wir mit Smart Cities immer mitbekommen haben, ist, dass oft Städte zu groß sind, um sie komplett durchzuplanen. Das heißt, wir suchten etwas, was groß genug ist, um relevant zu sein, aber klein genug ist, dass wir schnell genug umsetzen können. Und deswegen musste es so groß oder so klein sein, damit wir von A bis Z wirklich das ganze Thema Heizen, Kühlen, Wasser, Energieversorgung komplett durchplanen konnten. Mhm. Aber es ist natürlich auch eine schicke PR-Nummer. Ja, bestimmt. Das ist natürlich interessant. Für uns war das so ein Reallabor. Wir wollten eine groß genug Umgebung haben, in der wir wirklich auch neue Ideen erforschen können. Sie hatten ja Smart Cities immer wieder erwähnt. Das ist ja nun wirklich das Schlagwort seit vielen, vielen Jahren. Wie sehen Sie oder wie sehen diese Smart Cities in Zukunft eigentlich aus? Was ist Ihre Vision? Was werden die wirklich verändern? Urbanisierung ist extrem wichtig. Unsere Großeltern haben 30% aller unserer Großeltern in Städten gewohnt. Bei uns sind es ungefähr 55%. Unsere Kinder werden 70-75% aller unserer Kinder in Städten wohnen. Das heißt, wir müssen mit Ressourcen viel, viel effektiver umgehen. Und um das zu machen, brauchen wir eine Stadt, die auf den Menschen reagiert, ohne zu viel Ressourcen zu verbrauchen. Mhm. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ein New Yorker verbraucht 20 Mal mehr Energie als jemand, der in Jakarta lebt. Wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass jemand in Jakarta den gleichen Lebensstandard haben möchte wie in New York, müssen wir das viel intelligenter lösen, als es heutzutage gemacht wird.
Das klingt spannend. Die Zahlen sind ja beeindruckend. Die kennt man auch alle schon seit vielen, vielen Jahren. Und seit 10 Jahren wird ja in der Tat auch über diese intelligenten Städte gesprochen. Allein man sieht sie nirgends. Insbesondere wenn man sich in europäischen Städten umschaut, dann wird da nicht wahnsinnig viel intelligenter. Vielleicht 1, 2 Beispiele in Asien. Wird das nicht vielleicht überschätzt, diese ganze Entwicklung? Sie wird von der Wichtigkeit nicht überschätzt. Das ist aber, was ich Ihnen gesagt hatte, sehr schwer umzusetzen. Weil Städte wir haben bis zu 20, 30 verschiedene Entscheidungsträger, die eine Entscheidung vorantreiben. Das heißt, Sie haben Städte wie Singapur, da ist eine Stadt ist auch ein Staat. Kann man schnell ändern, um dort eine Entscheidung zu treffen. Wir wollen besser mit Wasser umgehen. Wir wollen besser mit Straßen umgehen. 8% der gesamten Fläche von Singapur sind Straßen. Das heißt, wir brauchen ein besseres Mobilitätskonzept. Das geht dort schneller, in China auch. Wir sehen aber jetzt, dass immer mehr auch europäische Städte dort Intelligenz einsetzen, um einfach dort auf den CO2-Footprint, den es dort in den Städten gibt, dort besser reagieren zu können. Ich bin so ein bisschen abstrakt. Was heißt denn das konkret? Was machen die Städte? Machen die den Verkehr intelligenter, das Heizen, die Gebäude, die Energieversorgung? Was passiert da genau? Verschiedene Sachen. Einmal ist die Energieversorgung, die dort intelligenter aufgesetzt werden wird. Also 80% der weltweiten CO2-Ausstoßes wird in Städten gemacht. Mhm. Und wir müssen uns gucken, wie können wir das denn verändern? Und das heißt, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. In den 90er Jahren gab es 1000 Kraftwerke in Deutschland. 4 Mathematiker, die haben ausgerechnet, wie viel Kohlestrom brauchen sie oder Atomkraft brauchen sie. Heutzutage gibt es 2 Millionen kleine Kraftwerke, Leute, die auch Solarzellen haben. Das heißt, sie müssen jetzt dezentrale Energiesysteme machen, weil Leute Energie produzieren und auch verbrauchen. Und das ist in den Städten besonders kritisch. Das heißt, ein Stromnetz, was vor 170 Jahren entwickelt worden ist, muss komplett neu durchdacht werden und neu ausgelegt werden, um das zu erreichen. Das ist ein Beispiel. Das heißt, eine Stadt muss sich überlegen, wie sieht mein Energienetz aus? Wie kann ich da vernünftig E-Charging, also Autos aufladen? Wie kann ich das komplett neu denken? Das ist eine dieser Beispiele. Das zweite Beispiel ist, das sehen Sie ja mit der Mobilität. Die Straßen sind verstopft. Immer mehr Städte wollen dort auf andere Mobilitätskonzepte umsetzen. Da müssen sie anfangen, wirklich sich zu überlegen, wie verbinde ich eine U-Bahn, einen Bus, vielleicht ein E-Scooter oder eine andere oder das Fahrrad, um dort die Leute einfacher und auch umweltschonender von A nach B zu bringen. Mhm. Das Mobilitätskonzept überdenken. Also eins nach dem anderen müssen Sie wirklich die verschiedenen Konzepte, die Sie dort haben, durchdenken. Das klingt alles spannend und sicher auch vielversprechend in einigen Feldern. Allein, wenn ich jetzt an die letzten Wochen und Monate zurückdenke, Corona-Krise, dann erinnere ich mich eher an Beispiele, dass Behörden Akten mit Autos durch die Städte fahren müssen, weil eben alles doch nicht digital ist. Also so intelligent sind die Städte dann ja doch noch nicht. Gibt es denn Beispiele, vielleicht auch international, wo Sie sagen, Mensch, diese Zukunft, die ich hier gerade beschreibe und über die wir seit Jahren reden, hier kann man sie tatsächlich schon besichtigen. Hier wird eine Stadt in der Tat intelligent digitalisiert. Da gebe ich Ihnen 2 Beispiele. Also eine Stadt, ich hatte Singapur angesprochen, wenn Sie sich dort überlegen, Sie können fast alles digital erledigen. Also da, ob Sie jetzt, wenn Sie einreisen, Ihr Visum haben, Sie möchten Ihren Stromversorger wechseln, das ist komplett, Sie wollen Ihre Steuererklärung machen, das ist alles komplett digitalisiert und auch viel einfacher. Berlin ist gar nicht so schlecht, wenn man sich überlegt, was jetzt dort aufgesetzt worden ist. Aber wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Aber wenn wir jetzt mal über Corona und Covid uns überlegen, was wir mitbekommen haben, um überhaupt in einer Zeit, wo sie plötzlich Social Distancing zu haben, viele unserer Behörden in Deutschland haben keine Laptops, haben keine PCs, wir haben keinen Zugriff darauf. Das heißt, sie müssen das nicht nur digitalisieren, sie müssen auch die Möglichkeit geben, dort reagieren zu können, wenn plötzlich ein komplett anderer Fall, wie jetzt zum Beispiel Corona jetzt kommt. Also zu Ihrer Frage, Asien hat das schon mal verprobt. Ich glaube, dass jetzt mit Covid-19 wir viel stärker auch dort reagieren müssen, um dort auch eine Flexibilität zu erreichen, die wir zurzeit auch gar nicht mehr haben. Der Glaube ist ja was Schönes, aber sehen Sie auch tatsächlich Anzeichen, dass es passiert irgendwo? Gibt es irgendwelche Gespräche, die im Hintergrund geführt sind, wo es doch Interesse dafür gibt, jetzt endlich mal loszulegen bei dem Thema?
Ja, also ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Wir arbeiten zum Beispiel mit Aspern. Der Aspern ist ein neuer Stadtteil von Wien, um den von Anfang an komplett zu digitalisieren. Also sowohl das Energienetz, das Kühlungsnetz, das Wärmenetz und auch die Verbindung zwischen den, da haben wir eine Schule angebunden, also auch Schulen und so weiter, die komplett zu digitalisieren. Das ist eine Sache, die wir aufgesetzt haben. Darf ich da mal einhalten? Was heißt denn das dann? Ja. Was heißt das konkret mit der Effizienz und wie viel Energie lässt sich am Ende damit wirklich sparen mit solchen Technologien? Ich gebe Ihnen mal drei Beispiele. Das erste Beispiel, wir sind in ein Shoppingcenter nach Finnland gegangen und haben das komplett, da haben wir den CO2-Output reduziert, indem wir dort Solaranlage aufgebaut haben und einen Speicher. Das ist das Erste. Wir haben dort die Effizienz dieses Shoppingcenter wahnsinnig reduziert. Was wir aber gemacht haben, wir haben das dann ans finnische Netz angebunden, dass der finnische Netzprovider kann Strom kaufen von dem Shoppingcenter oder kann sogar sein Netz stabilisieren, indem er die Batterie von dem Shoppingcenter benutzt. Das heißt, das Shoppingcenter wird Teil des Gesamtsystems. Und das müssen Sie sich so vorstellen, jetzt gehen wir mal kurz nach Kanada, da arbeiten wir an einem Projekt zusammen. Da werden, in Kanada gibt es sehr viele Elektroboiler, tausende von Elektroboilers. Die haben wir jetzt angebunden. Das heißt, wenn wir Strom haben, der durch Erneuerbare, es gibt jetzt viel Wind, es gibt viel Sonne, müssen wir irgendwie zwischenspeichern, dann heizen wir einfach 1-2 Grad diese Tausenden oder Hunderttausenden von Stromboilern hoch und speichern damit Energie. Damit erreichen wir, dass 1 oder 2 Kohlekraftwerke weniger gebaut werden müssen, weil wir einfach die Möglichkeiten haben, Angebot und Nachfrage viel besser auszugleichen und auszutarieren. Sie hat ja immer wieder von der Digitalisierung des Verkehrs gesprochen. Auch das ist ja so ein Schlagwort, was gerne in die Runde geworfen wird. Was tun Sie da konkret? Was jetzt passiert ist, das haben wir in England gemacht oder arbeiten auch in Deutschland, zum Beispiel in Berlin mit der BVG zusammen. Wir haben eine Software erstellt, die es ermöglicht, genau zu wissen, wann welche U-Bahn ankommt, wann welcher Bus vorankommt, dass Sie viel besser planen können, welche Verbindung nehme ich. Das sehen Sie ja oft, wenn Sie zum Beispiel das nachgoogeln. Das sind alles Informationen, die wir zur Verfügung stellen. Aber wir haben weiter gedacht, da gibt es ja dieses Schlagwort multimodal, und gesagt, naja, was wäre, wenn wir jetzt Taxis, wenn wir jetzt Uber, wenn wir jetzt Elektrofahrzeuge, also Schoolroller genau mit einbinden und dort erreichen Sie die Möglichkeit, dass man viel genauer planen kann. Ich nehme jetzt nicht mal das Auto, sondern es ist viel einfacher, wenn ich jetzt eine Verbindung zwischen Bus, U-Bahn und Elektroroller bin, dann bin ich viel schneller und auch mit einem besseren. Das hätte ich ja auch gerne, aber wo funktioniert das? Wo läuft das schon? Das funktioniert, also Sie haben das teilweise schon in Berlin mit der BVG, da haben Sie Sie sehen auch schon, wann die nächste U-Bahn kommt oder wenn der nächste Bus kommt und wir bauen das auch weiter zum Beispiel in London aus und in vielen anderen Ländern. Mit allen Verkehrsträgern, mit Rollern? Wir nehmen einen Verkehrsart nach der anderen mit rein, um wirklich ein Gesamtkonzept der Mobilität aufzubauen. Was ist denn aus Ihrer Sicht die faszinierendste intelligente Stadt der Welt? Singapur, ganz klar. Weil es eine Stadt ist, die extreme Dichte an Bevölkerung hat, sehr wenig Platz hat, die kann nicht mehr weiter wachsen und Singapur nimmt sich eine Thema nach dem anderen an. Die hat den Wasserverbrauch wahnsinnig optimiert, indem sie wirklich jedes Wasser, jeden Regentropfen wiederverwendet. Sie haben dann angefangen zu sagen, ich optimiere jetzt, wie viel Straßen ich brauche. 8% der Fläche, die sie in Singapur haben, sind Straßen und haben gesagt, ich optimiere das, indem ich jetzt wirklich dort auch selbst selbstfahrende Autos zulasse. Sie haben dann weiter gesagt, wie binde ich die Verkehrssysteme an? Also Singapur ist wirklich ein Stadtstaat, der eine Thematik nach der anderen löst, um die zu digitalisieren, um dort mit sehr geringen Ressourcen auch auskommen zu können. Was ist denn mit dem Thema Datenschutz? Dann ist ja doch eigentlich jeder Bürger in irgendeiner Form gläsern, oder? Ja und nein, was wir versuchen, wir haben hier als Siemens eine ganz klare Sicht. Das heißt, wir nehmen nur so viel Daten von den Menschen mit, wie wir auch brauchen und wie der Mensch auch teilen möchte. Aber da muss ich gleich mal einhaken, weil gerade das ist ja ein entscheidender Punkt, denn eine intelligente Stadt basiert ja in vielen Bereichen auf künstlicher Intelligenz. Eine künstliche Intelligenz ist dann am besten, wenn sie an möglichst vielen Daten gelernt hat und möglichst viele Daten bekommt eine Stadt oder ein System, wenn es verhältnismäßig wenig Datenschutz gibt, oder?
wie sollen Sie? Ja, Sie können aber die Daten anonymisieren. Also, aber wie, das ist die Frage. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir wissen, was für Wetterdaten. Morgen gibt es keinen Wind zum Beispiel. Wir wissen, dass die Luftverschmutzung steigt und eine extrem hohe Luftverschmutzung in der Stadt ist. In den nächsten 3 Tagen, weil einfach kein Wind ist. Dann muss die Stadt jetzt nicht wissen, ob Herr Mattes jetzt in die Stadt reinfährt oder nicht reinfährt mit dem Auto. Was die Stadt aber wissen muss, ist, dass normalerweise 1 Million Autos normalerweise reinfahren. Verstanden, das sind anonymisierbare Daten. Aber wenn ich mir jetzt den einzelnen Bürger anschaue und weiß, wann er aufsteht morgens, wann er zur Arbeit fährt, welchen Weg er nimmt, was er nachmittags isst, wo er abends in die Kneipe geht, dann kann ich eine viel bessere intelligente Stadt bauen. Und diese Daten hat vor allem China. Wie will eigentlich Siemens dauerhaft in dem Geschäft bestehen, wo sie doch in den meisten Märkten diese Daten gar nicht erheben können, ohne eine riesen Aufregung zu verursachen? Wir arbeiten halt sehr stark an dieser Deidentifizierung von Daten. Also wir haben ja die Charter of Trust ins Leben gerufen. Also als Siemens haben wir gesagt, wir wollen mit verschiedenen Industrien zusammenarbeiten, um technisch zu definieren, was machbar ist, um Cybersecurity und auch Persönlichkeitsrechte zu wahren und trotzdem an Daten ranzukommen, ohne dass wir ihre Persönlichkeitsrechte auch wirklich angreifen. Also das zentrale Element ist der Datenschutz. Das wird dann spannend, ob das System mithalten kann mit den Daten in China. Sie verantworten in Ihrem Bereich ja auch das ganze Feld Gebäudetechnik, das hatten Sie kurz angeschnitten, das ist ja auf Partys sicher nicht so das Gewinnerthema, oder? Ich meine, Schaltkreise, Aufzüge, Klima. Warum sollte man sich dafür jetzt gerade interessieren? Wie viel Zeit, glauben Sie, verbringen Sie in Gebäuden in Ihrem Leben? Oh Gott, viel zu viel. 90%. Sie verbringen 90% Ihrer Zeit in Gebäuden. Und wenn Sie auf einer Party jemand sind, der sagt, ich kümmere mich darum, dass Sie angenehmer in Gebäuden sind, also dass sie sicher in Gebäuden sind, dass sie einen besseren CO2-Footprint haben, dann wären sie schon interessant auf einer Party als Diskussionspartner. Ich habe auch gedacht, dass Gebäudetechnik halt weniger interessant ist, aber wenn sie sich damit auseinandersetzen, ist das ein wahnsinnig spannendes Thema. Was passiert denn da gerade so? Warum ist es jetzt gerade spannend? Gebäude gibt es ja seit tausenden von Jahren, aber zum ersten Mal wird ein Gebäude intelligent. Also wir haben bis jetzt immer, was wir gemacht haben, wir haben Gebäude jetzt mal ausgestattet in den 80ern, 90ern mit Automatisierungstechnik. Das heißt, wir haben gesagt, zwischen 8 Uhr morgens und 8 Uhr abends, dann heize ich mal die Wohnung hoch oder das Büro hoch und lasse die Wohnung kälter. Das heißt, das hatten wir so definiert. Das war eigentlich dumme Automatisierung, wenn sie aufgesetzt haben. Mhm. Was wir dann gemacht haben, um zu sagen, okay, wir werden schlauer und fangen an, wirklich Sensoren in Gebäuden zu verteilen, um mitzubekommen, warum sind denn Menschen eigentlich in welchen Teilen der Gebäude? Was machen sie dort? Wie sieht's dort aus? Und jetzt fangen wir an, mit Gebäuden zu reden. Sie persönlich können mit Gebäuden reden. Und diese Entwicklung, die es durch IoT gibt, heißt, dass ein Gebäude, das über tausende von Jahren egal war, ob sie im Gebäude war oder nicht, das Gebäude hat jetzt ein Gefühl dafür, wer sie sind. Das heißt, sie können reinkommen, sie werden automatisch identifiziert, sie kriegen ihren Parkplatz, sie wissen, wo ihre Kollegen sind, sie setzen sich zu ihren Kollegen, sie kriegen ihren Meetingraum gebucht. Im Meetingraum wird mehr Sauerstoff reingepumpt, weil ich weiß nicht, wenn sie länger einmal in dem Meetingraum sind und nicht genug Sauerstoff haben, dann sinkt bis zu 30-40% ihre Fähigkeit zu arbeiten. All diese Sachen können Sie jetzt machen, weil Sie so viele Daten haben, wo Sie das Gebäude darauf trimmen, dass das Gebäude auf Sie reagiert, dass es angenehmer wird, es wird einfacher und es wird auch sicherer. Was heißt das für Siemens eigentlich, das Feld? Wie stark wird das wachsen, auch im Vergleich zu Smart Cities vielleicht? Also wir haben sehr viel, wir sind ja einer der führenden Player im Umfeld der Gebäudetechnik und haben jetzt 2 Startups gekauft zum Beispiel, die wirklich dieses ganze Feld des Real Estate Management aufgesetzt haben. Wir haben eine Sensoren, wir haben Sensoren gekauft, die hießen Enlightened. Also Enlightened hieß die Startup aus dem Silicon Valley, wo wir gesagt haben, diese Informationen nehmen wir mit. Das ist so, müssen Sie sich vorstellen, wir haben kleine Sensoren, die haben Temperatur, Licht, Bewegung, Energie und mit Bluetooth sind sie angebunden. Und die sind miteinander vermischt. Das heißt, Gebäude haben sie normalerweise nicht gesehen und jetzt können wir sehen, wo sind welche Menschen im Gebäude. Das haben wir damals genutzt, um zu sehen, 30% der Gebäude sind überhaupt nicht benutzt, weil wir eigentlich
keine vernünftige Auslastung von Gebäuden haben. Das heißt, da heizen sie, da kühlen sie diese Gebäude, ohne dass da wirklich jemand Nutzen drin hat. Jetzt wissen wir, wo die Menschen sind und wie wir das aufsetzen. Jetzt kommt Covid. Bis jetzt war die Idee von Gebäuden oder auch Meetingräumen, so viel wie möglich Menschen zusammenzubringen. Und da wollten wir optimieren. Jetzt haben wir mit der gleichen Sensorik die Möglichkeit zu verstehen, ja, jetzt wollen wir nicht so viele Menschen beieinander haben oder wir wollen wissen, wer haben wir mit wem zusammen. Diese Entwicklung, die wir dort haben, die haben wir einfach mit dieser Sensorik entwickelt. Sie hatten gerade gesagt, dass Menschen in Zukunft mit den Gebäuden reden können. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Sie müssen sich vorstellen, dass Sie eine App auf Ihrem Telefon haben, die nur Ihre Daten hat, aber diese App lernt, wer Sie sind. Das heißt, wenn Sie jetzt eine solche App haben, können Sie die nutzen, um in das Gebäude reinzukommen und Sie werden automatisch identifiziert anstelle, dass Sie sich dort ausweisen müssen. Diese App wird Ihnen sagen, meine Kollegen sitzen alle auf der dritten Etage beieinander und es gibt noch einen Platz frei, wollen Sie dorthin. Diese App ermöglicht mir, einen Meetingraum zu setzen und über die Verbindung, die wir ins IoT haben, wird dieser Meetingraum im Voraus schon auf meine Temperatur hochgewärmt oder gekühlt. Oder der Raum weiß, das sind 5 Leute oder 10 Leute, ich werde jetzt erst was mehr Sauerstoff reinpumpen in den Raum, damit das auch eine gute Arbeitsatmosphäre ist. Das bräuchten wir hier im Podcast-Studio, manchmal so eine Technik. Absolut, und das können wir Ihnen gerne installieren, müssen wir nur miteinander reden. Oder aber diese App könnte natürlich auch genutzt werden, um zu sehen, naja, es gibt einen Covid-Fall oder einen Corona-Fall oder einen anderen Fall und diese 20 Leute waren miteinander zusammen. Wir werden die anonym einfach informieren, dass dort etwas passiert ist. So eine Sachen können Sie sich überlegen. Sie hatten ja gerade erwähnt, auch die Zusammenarbeit mit Startups, die spielt ja für Siemens an unterschiedlichen Stellen eine Rolle. Siemens hat ja auch den Startup-Fonds Next 47 und der ist ja intern ziemlich umstritten, wie man hört. Und es gibt durchaus die Frage, ob dieser Fonds weiter bestehen sollte. Was ist denn da los? Also ich weiß nicht, wo Sie das her haben. Die Next 47 halte ich für extrem wichtig, weil als Siemens haben wir für uns in Startups in 3 Formen wichtig. Einmal kaufen Startups. Ich habe Ihnen gerade erzählt, wir haben Enlighted und Comfy gekauft. Comfy war in Berkeley, Enlighted in Silicon Valley. Wir kaufen Startups. Mhm. Dafür brauchen wir jemanden, der uns hilft und Next 47 versteht einfach die Startup-Landschaft. Die zweite Thematik, wir arbeiten mit vielen Startups zusammen. Wir haben zum Beispiel das Digital Avenue in London gestartet, in dem wir Lichtpfosten entwickelt haben, wo wir einfach nur dort das Ladegerät mit anstecken können. Wir nehmen wirklich das Licht, um dort halt wirklich viele E-Charging-Lösungen aufzusetzen. Und das Dritte, wir investieren auch in Startups, um neue Technologie auch zu erforschen und auch zu verstehen, ohne dass wir das bei uns selber machen. Das war ja auch der Ansatz von Next 47, in andere Startups zu investieren. Ist das vielleicht der falsche Weg gewesen? Muss man vielleicht eher versuchen, dass die verschiedenen Bereiche von Siemens direkt vielleicht Teile von Startups kaufen, um direkt an die Technologien zusammenzukommen und um direkt mit denen kooperieren zu können? Na, das Wichtige ist, im Silicon Valley ist das ja ähnlich, was wir mit Next 47 machen. Früher wurde alles intern entwickelt und sie hatten riesige Entwicklungsfonds. Was sie jetzt machen, sie investieren in Startups, um bestimmte Entwicklungen auch mitzunehmen. Ich gebe Ihnen mal 2 Beispiele. Bei Next 47 haben wir in 2 Berliner Startups investiert, die habe ich letzte Woche besucht. Eine ist Sender, die in der Logistik mit KI die gesamte Lieferkette komplett neu definieren. Sie müssen es vorstellen wie ein Uber für LKWs. Die Hälfte der LKWs fährt leer hin und zurück. Mhm. Und dieses Startup optimiert es und macht es sehr erfolgreich. Das heißt, wir überlegen uns nicht nur als Kunde, weil wir wahnsinnig viele LKWs hin und her schicken als Siemens, sondern auch um unsere Lieferketten, die wir mit unserer Industrie oder auch mit unserer Gebäudetechnik mitdefinieren, auch anbinden zu können. Da ist Next 47, das Investment, wichtig, weil wir da diesen Markt besser verstehen. Anderes Beispiel, ich habe Scoutbee besucht. Das sind jetzt ehemalige Einkäufer und Supply Chain Experts, haben sich zusammengesetzt, um zu sagen, kann ich die Lieferkette vielleicht vereinfachen? Jetzt haben wir ja gesehen, mit Corona gab es wahnsinnige Lieferkettenveränderungen und da brauchten sie eine Plattform, um schnell neue Lieferanten zu suchen. Und das haben wir damit gemacht. Ich halte Next 47 für wichtig, damit wir das wie einen erweiterten Radar in diese Startup-Szene auch verstehen, damit wir neue Technologien ausprobieren, investieren, ohne das jetzt selbst als Siemens zu machen. Mal abgesehen von diesen ganzen beruflichen Themen, die wir jetzt besprochen haben, welche Technologien interessieren Sie eigentlich privat am meisten? Was hält Sie nachts wach vor Begeisterung?
Die erste, das hatte ich ja angesprochen, ist das ganze Thema Gebäudetechnik, also was damit verbunden ist. Ernsthaft? Also so, oder sagen Sie das jetzt nur, weil das Ihr Hauptjob ist? Nein. Ich hab damals mir wirklich überlegt, naja, was interessiert mich ein Gebäude? Wenn Sie aber wirklich sich daran denken, dass ich 90% meines Lebens im Gebäude verbringe und 40% des weltweiten Energie in Gebäuden verschwendet wird, also das bewegt mich schon. Also diese ganze Idee, wie kann ich effizienter wirklich Gebäude optimieren oder gesamte Energienetze. Diese zwei Sachen sind für mich wichtig. Um das zu machen, ist halt das ganze Thema Sensorik und auch das ganze Thema halt der künstlichen Intelligenz, die Sie dafür brauchen, halt extrem wichtig. Mhm. Wenn Sie wirklich sich überlegen, 1000 Kraftwerke haben wir 1990 gebraucht. Jetzt haben wir 2 Millionen Kraftwerke. Wenn es weiter so geht, werden Sie irgendwann mal vielleicht Milliarden von kleinen Kraftwerken haben, die Energie produziert und verbraucht. Da brauchen sie Quantentechnologie, um das überhaupt steuern zu können. Weil das ist ja eine exponentielle Komplexität, die sie haben. Also deswegen interessiert mich eigentlich Sensorik, künstliche Intelligenz und das ganze Thema auch Quantencomputing, um zu gucken, was sind die großen Probleme, die auf uns zukommen, wenn wir denn das erfolgreich machen, was wir machen. Mhm. Das ist eins. Und dann, ich gebe Ihnen noch einen ganz spannendes. Ich habe in den USA neben dem einer der Vater der Gentechnik gesessen, also der wirklich die Gensequenzierung gemacht hat. Und er hat mir gesagt, also Cedric, ich kann dir die Sekunde deines Todes vorhersagen. Und? Was? Wie? Die Sekunde meines Todes? Er hat gesagt, naja, 2 Technologien oder 3 Technologien, die nichts miteinander zu tun haben, die ich verbinde, ermöglicht mir eine Vorhersage zu machen. Medizin war bis jetzt immer dafür ausgelegt, Sie sind krank, Sie gehen zum Doktor und er heilt Sie. Jetzt haben Sie mit der Möglichkeit der Gensequenzierung zu gucken, wo habe ich denn eine bestimmte Gefahr, krank zu werden. Dann haben Sie mit einer Technologie, die wir bei Siemens haben, mit der MRI-Technologie, können Sie wirklich in den Körper reinschauen und schon Veränderungen sehen, bevor Sie da sind. Und mit Artificial Intelligence können Sie die Daten verbinden und sagen, ich kann einen Krebs vorhersagen, bevor der Krebs überhaupt ausbricht, weil ich weiß, dass Sie dort eine Gefahr haben. Ich weiß, wie sich die meisten Patienten entwickelt haben. Und ich weiß, wenn du nicht XYZ machst, wirst du halt in dieser Sekunde sterben. Macht jetzt erstmal Angst, ist aber eigentlich extrem spannend, weil wenn ich mir überlege, dass die Medizintechnik davon weggeht, ist, du bist krank, ich heile dich, ich versuche, dass du nicht krank wirst und auch und dort im Voraus zu steuern, ist das einfach mal eine spannende Zusammensetzung von 3 komplett unterschiedlichen Technologien. Wenn man Ihnen so zuhört, hört man viel Faszination für Technik, fast einen amerikanischen Optimismus. Gibt es denn auch irgendwas in Bezug auf Technologie vielleicht, was Cedric Neike Sorgen macht? Ja, das hatten Sie angesprochen und das geht um meine Daten. Also wenn ich eine Technologie mir aussuche oder wenn ich Daten von mir teile, dann möchte ich, dass das bei mir bleibt oder ich entscheiden kann, wer diese Daten kriegt. Es sind komplette Industrien entwickelt worden, wo ich meine Persönlichkeitsrechte aufgebe dafür, dass ich suchen kann oder andere Elemente aufsetzen kann. Mir ist auch wichtig, dass mit allem Optimismus, den ich für Technologie habe, das nicht heißen wird, Sie haben eine Vorerkrankung, also werden Sie sich eine Lebensversicherung oder können Sie eine Krankenversicherung nicht leisten. Also wir müssen mit aller Technologie, das hatte ich gesagt, wir müssen immer trennen, was technisch machbar ist, was rechtlich erlaubt ist und was ethisch vertretbar ist. Und diese ethische Komponente ist für mich persönlich sehr wichtig. Ich habe einen schwerbehinderten Bruder und man muss einfach schauen, was heißt das? Das heißt, bei mir auch in der Familie gibt es eine Vorerkrankung. Wie wird man damit umgehen können? Das bewegt mich schon. Aber es heißt schon, dass ich trotzdem die Technologie nutzen möchte, damit wir, wenn wir irgendwann mal 10 Milliarden Menschen sind, alle genauso gut leben können, ohne jetzt unsere Umwelt, unsere Kinder zu zerstören. Wir wissen ja alle, dass Ihr Vorstandskollege Roland Busch der nächste Chef von Siemens wird, aber irgendwann braucht auch der einen Nachfolger. Würden Sie den Job des CEO eigentlich ausschlagen, wenn Sie gefragt würden? Wissen Sie, ich bin so damit beschäftigt, meine Faszination für Gebäudetechnik und meine Faszination für das Thema Smart Infrastructure voranzutreiben, das ist wirklich, ja, wo ich da mich drauf voll fokussiere. Und ich werde alles tun und wir werden alles tun, damit Roland ein fantastischer CEO wird. Wir sind sehr gespannt, wie das aussehen wird. Ganz herzlichen Dank bis hierhin für das sehr spannende Gespräch und auf ganz bald. Vielen Dank.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir einfach eine Mail. Die Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale und natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.